Wir haben ja schon gesagt, wir wollten die richtige Mischung aus Bums und Botschaft, aus Party und Politik hier heute finden. Und es gibt eine Gruppe innerhalb unserer LGBTIQ-Sternchen-Community, die hat unglaublich viele Überschneidungspunkte mit uns. Und das ist historisch gewachsen, leider, muss man an der Stelle sagen. Und deswegen sind sie einfach Teil unserer Community. Und deswegen ist es auch ganz klar, dass wir genau diesen Menschen heute hier Raum geben auf der Bühne, um ihnen zu gedenken. Wir hatten gerade eben schon den Geschäftsführer der AIDS-Hilfe aus München auf der Bühne. Und bitten nun als nächsten Gast und Sprecher hier auf die Bühne Norbert Blesch, den Vorstand der Münchner AIDS-Hilfe. Applaus bitte. Ja, wie könnten wir die Forderungen, die politischen Forderungen nach Verwirklichung von echter Akzeptanz, nach echter Gleichstellung, nach einer Gesellschaft, in der Vielfalt ein was Positives ist, ein Gewinn ist, eine Bereicherung ist und keine Bedrohung, wie könnten wir diesen Forderungen mehr Nachdruck verleihen, als heute hier zu sein, jeder von uns, und zu zeigen, dass wir viele sind und uns zu feiern. Das ist unsere Botschaft, die von München aus nach München, nach Bayern, in die Welt hinausgeht. Wir sind hier. Es ist aber auch Tradition, dass wir bei all dem, die nicht vergessen wollen und dürfen, dass wir bei all dem auch an die denken müssen, die nicht mehr unter uns sein können. Das sind diejenigen, die gestorben sind an den Folgen von HIV und AIDS. Wir gedenken aber auch derer, die wegen ihrer sexuellen Identität verfolgt wurden und ihr Leben gelassen haben durch trans- und homophobe Gewalt. Ich finde auch, dass unsere Gedanken bei denen sein sollten, die vielleicht noch leben, aber die einen sozialen Tod sterben, weil sie nicht zurechtkommen mit einem sich verschärfenden Klima, das sich auch gegen sexuelle Minderheiten richtet. Sie bleiben lieber fern, weil sie nicht mehr wollen, vor die Türe zu gehen, um zu gucken, wer ist hinter mir, wer könnte mir Gewalt antun. Und schließlich, wir müssen in diesen Tagen diejenigen in unser Gedenken einschließen, die im Mittelmeer ihr Leben lassen. Einen Preis zahlen für die menschenunwürdige Abschottungspolitik derer, die mit rechter Hetze ihnen ihr Recht auf Leben aberkennen. So bitte ich euch jetzt für einen kurzen Moment der Stille. Vielleicht schließen wir die Augen oder schauen in den Himmel und denken an die, die nicht mehr unter uns sein können. Vielen Dank dafür. Unser Totengedenken wird gleich durch einen, ja genau, das finde ich ist auch ein Applaus wert. Unser Totengedenken wird gleich durch einen wundervolle Horst beschlossen mit einem Song Bring Me Home, aber aus dem Musical Les Miserables. Aber vorher möchte ich gerne noch zwei, drei Gedanken sagen. Und zwar, die mir wichtig sind angesichts der politischen Ereignisse, von denen ich mir wünschen würde, es wären nur verbale Entgleisungen oder vielleicht nur so ein ungeschicktes Wording. Ich befürchte, dass dieser an Kontrollverlust grenzende politisch-kulturelle Erdrutsch der Vorbote eines bewussten Paradigmenwechsels ist, an dessen Ende eben nicht mehr Weltoffenheit steht, nicht mehr Solidarität und Toleranz und Rechtsstaatlichkeit, sondern Nationalstaatlichkeit, Abschottung und Abgrenzung und Willkür durch Menschen, die meinen, sie seien den Minderheiten gegenüber die Stärkeren, die Besseren. Und sie hätten daher das Recht, mit ihnen tun und lassen zu können, was sie glauben, dass ihr Recht sei. Was hat das mit Totengedenken zu tun?
Dort, wo Menschenrechte missachtet werden, mit Füßen getreten werden, wo bestimmte Personengruppen ausgegrenzt werden, ihnen diese Rechte vorenthalten werden, dort sterben Menschen. Wir dürfen das nicht zulassen, dass wieder passiert, was am Ende Millionen von Menschen das Leben kostet, nämlich ein Schweigen der Masse gegenüber den hasserfüllten Seelen. Heute sind es Menschen auf der Flucht, morgen vielleicht Obdachlose, übermorgen Schwule, Lesben, Bi oder Transsexuelle. Wir müssen jede Gelegenheit nutzen, nicht zu schweigen, wenn wir nicht wollen, dass wir schon bald hier schwarze Luftballons aufsteigen lassen für denjenigen, der jetzt gerade neben oder hinter mir steht, unsere Freunde, die dann Opfer dieser Gewalt werden. Nicht schweigen, das heißt ganz konkret, dass wir hier sind. Vielen Dank dafür. Oder wie Thomas eben das schon auch gesagt hat, unterzeichnet das Münchner Manifest für europaweite Solidarität und Menschenrechte, das mehr als 65 soziale Organisationen auf den Weg gebracht haben, das an den Ständen hier ausliegt oder auch online. Kommt am 22.07. zur Demo ausgehetzt und ich wünsche mir, dass die Ankündigung 5.000 demonstrieren, nicht 5.000 sind, sondern 50.000 oder noch mehr. Nutzen wir jede Gelegenheit, nicht mit uns zu sagen, wir stehen für Vielfalt, Weltoffenheit und Toleranz, für Solidarität und Menschenrechte, komme, was wolle. Und das sind wir auch denen schuldig, die nicht mehr unter uns sind. Nun kommen wir eigentlich zum Höhepunkt, nämlich zu Horse. Sie singt uns das Lied Bring Me Home. Und ich finde, diese Liedauswahl konnte besser nicht sein. 1832, die Menschen wollten nicht schweigen. In Paris planten Revolutionäre einen Barrikadenkampf. Ich verrate jetzt nicht, dass sie den verloren haben, weil der nach 2 Tagen niedergeschlagen wurde. Aber inmitten dieser Unruhe stellt einer seine eigenen Interessen in den Hintergrund, schickt ein Gebet Richtung Himmel, bring him home, weil ihm nichts wichtiger ist, als dass 2 Menschen, die sich lieben, zusammenkommen, durch und gegen alle Gewalt. Bring him home. What an honor to sing for those we've lost. God on high, hear my prayer in my need. You have always been there. He is young, he is afraid. Joy. He is young.
Bring him.